بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Schwestern im Islam, ich habe eben hat mich ein Bruder auf ein Video aufmerksam gemacht, wo es um Weihnachten ging und wo ein Muslim dort vehement propagiert, dass man zu Weihnachten gratulieren soll. Und nicht nur das, sondern sogar die Leute durch den Dreck zieht, die anderer Meinung sind. Die haben also den Islam überhaupt nicht verstanden und die sind ja nur völlig übertrieben und die haben keine Ahnung vom Islam, die sollen lieber den Mund halten und so weiter und so fort. Und natürlich für Leute, die wenig Wissen haben, sich das Video angucken, die denken dann natürlich, oh, da steht jemand, der Arabisch kann, erzählt etwas, uiuiui, ja, vielleicht nennt man ihn sogar noch Sheikh, das weiß ich nicht. Ja, das ist ja das Zauberwort heute, da kann man ja jeden Schrott erzählen. Ne? Auf jeden Fall möchte ich darüber reden, warum wir der Meinung sind, dass man nicht zu Weihnachten gratulieren darf. Was sind unsere Argumente dafür? Und da möchte ich erstmal anfangen mit den letzten Worten von dieser Person, von diesem Bruder. Er meinte, diejenigen, die das verbieten, die nehmen sich eine Fatwa von Ibn Taymiyyah. Und diese Fatwa von Ibn Taymiyyah, die bezieht sich nur auf die Zeiten der Kreuzzüge. Und weil Ibn Taymiyyah in der Zeit der Kreuzzüge gelebt hat, man kann das nachforschen, Ibn Taymiyyah hat die letzten Jahre der Kreuzzüge miterlebt. Aber schon in der Zeit, wo Jerusalem von Salah ad-Din al-Ayyubi schon seit Jahrzehnten zurückerobert worden war. Und wir haben die Bücher von Ibn Taymiyyah da. Und Ibn Taymiyyah bezieht sich in keinster Weise hier darauf, dass das ein spezifisches Verbot für die Kreuzzüge sei. Das ist eine Lüge. Das ist eine pure Lüge. Sondern ich habe hier, jeder, der will, dem können wir das Buch gerne geben, der kann zu uns kommen, wir kopieren ihm das. Dann zeigen wir ihm, dass die Person, die sagt, dass Ibn Taymiyyah das nur aufgrund der Kreuzzüge gesagt habe, lügt. Denn Ibn Taymiyyah bezieht sich hier, und das ist das erste Band vom Buch Iqtida Sirat al-Mustaqim, die Mukhalafati Ashab al-Jahim, Band 1, ab Seite 426. Es geht immer weiter, er bezieht sich erstmal auf Koranverse, insbesondere der Vers in Sure Furqan, Sure 25, Vers 72, und erklärt dann, was die Salaf, was bestimmte Schüler, beispielsweise von Ibn Abbas, zu diesem Vers gesagt haben. Dann bringt er Beweise aus der Sunna. Also es geht immer weiter. Man kann das gar nicht alles vorlesen. Da müssen wir jetzt vielleicht eine Stunde hier sitzen und nur die Beweise von Ibn Taymiyyah aufzählen. Auf jeden Fall ist es eine Lüge zu sagen, Ibn Taymiyyah hätte das gesagt, nur aufgrund der Kreuzzüge. Dann wurde noch gesagt, ja, Ahmed ibn Hanbal hätte es erlaubt. Ja, oder Ahmed ibn Hanbal hätte drei Meinungen. Das ist auch eine Lüge. Man soll uns zeigen, wo das steht. Das sind die typischen Argumente, ja, von Leuten, die uns einen vom Pferd erzählen wollen. Sie sagen nicht, das steht im Hadith so und so, sondern sie sagen, das sagt der und der Gelehrte da und da, weil man meistens nicht an diese Bücher kommt. Man soll uns zeigen, in welchem Buch es steht, und dann gucken wir danach. So. Der Witz ist aber, dass er sagt, ja, es kommt ja nicht auf die Aussagen der Gelehrten an, sondern es kommt ja auf Koran und Sunna an. Und angeblich erlaube der Koran das ja und die Sunna das ja. Und da wird beispielsweise als Koranvers wird dann erwähnt, ja, der Vers in Sure 60, Vers 8 müsste das sein. La yanhaakum Allah an lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Müsste Sure 60, Vers 18, ihr könnt das dann selber mal durchlesen. Da steht: Allah hat es euch nicht verboten, diejenigen, die euch nicht aufgrund eurer Religion bekämpft haben und nicht aus euren Häusern vertrieben haben
Udharu ala ikhrajikum, ja, oder dabei geholfen haben, euch aus ihnen zu vertreiben. Ja. Entschuldigung, nicht dabei geholfen, sondern lam yuqatilu fi dini lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilayhim. Ja, so genau. Also, Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Gewiss, Allah liebt die Gerechten. Und dann wird gesagt, das ist der Beweis, dass man zu Weihnachten gratulieren kann. Weil man darf sie gütig behandeln. Und gütig behandeln ist, wenn ich beispielsweise den Käfer zu Weihnachten gratuliere. Und da steht, ich darf ihn gütig behandeln. So. Aber wir müssen fragen, inwieweit wird dieser Vers eingeschränkt von anderen Beweisen? Im Islam ist es so, liebe Geschwister, ich möchte euch eins sagen. Für mich wäre es viel einfacher, ja, zu sagen, kein Problem, feiert Weihnachten. Wir haben heute den 24. Dezember. Für mich ist es viel einfacher. Und deswegen müsst ihr euch fragen, wollt ihr glauben, dass man Weihnachten gratulieren darf und feiern darf, weil es leichter für euch ist? Oder wollt ihr wirklich der Wahrheit folgen? Wenn ihr einfach der einfachen Meinung folgen wollt, dann macht das Video aus. Aber wenn ihr der Wahrheit folgen wollt, dann schaut euch das an, was wir dazu zu sagen haben. Und schaut euch das an, was die anderen dazu sagen. Und dann könnt ihr selber entscheiden. Sure 60, Vers 8. Allah hat euch nicht verboten, diejenigen, die euch nicht aufgrund eurer Religion bekämpft haben und euch nicht aus euren Häusern vertrieben haben, gütig zu behandeln und gerecht zu behandeln. Allah liebt die Gerechten. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten. Ja. La yanhaakum Allah an alladhina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilayhim. Ja? Jetzt. Wenn wir über etwas im Islam reden, liebe Geschwister, was machen wir dann? Nehmen wir dann einen Vers aus dem Koran und interpretieren den für das, was wir gerne wollen. Wir wollen gerne zu Weihnachten gratulieren, damit keiner sauer und so ist, damit alle mit uns zufrieden sind, damit wir keine Probleme haben, damit sich alle freuen und damit ich mich nicht immer rechtfertigen muss. Oder nehmen wir alle Beweise und versuchen, die Beweise im Lichte der anderen Beweise zu verstehen. Wir nehmen alle Beweise. Wir nehmen alle Beweise. Wenn ich diesen Vers jetzt nehmen würde, Allah hat euch nicht verboten, diejenigen, die euch nicht bekämpft haben, gütig zu behandeln, mit Gerechtigkeit behandeln. Da könnte ich auch sagen, dann kann ich auch dem Nachbarn eine Flasche Wein schenken. Und dann habe ich ihm ja Güte erwiesen. Oder dann kann ich ja auch mit meiner Frau, die eventuell Christin ist, ich habe jetzt keine christliche Frau, dann haben wir da meine Frau zum Muslimin, in die Kirche gehen und Jesus anbeten, weil dann freut die sich. Oder er schenkt ihr Schweinefleisch oder was auch immer. Was wird man darauf sagen? Daraufhin wird man sagen, nein, das geht nicht, weil wir hier einen spezifischen Beweis haben. Das heißt, wir haben die allgemeine Aussage, wir dürfen die Kuffar und sollen die Kuffar mit Güte behandeln, mit Gerechtigkeit behandeln. Wir haben aber auf der anderen Seite das Verbot, Alkohol zu verschenken. In einem Hadith. Wir haben auf der anderen Seite ein Verbot, Schweinefleisch zu essen. Ja. Man könnte beispielsweise sagen, ja, oh ja, Sheikh, meine Frau, die kocht immer Schweinefleisch, weil sie Christin ist und darf ich jetzt Schweinefleisch essen, weil wenn ich das nicht mitesse, dann fühlt sie sich beleidigt. Was wäre, wenn der Sheikh jetzt sagen würde, ja, du kannst sie mit Güte behandeln und ansonsten ist sie gekränkt, also isst du Schweinefleisch mit? Man würde sagen, nein, weil hier haben wir einen spezifischen Beweis, der es verbietet, Schweinefleisch zu essen, Schweinefleisch zu verschenken, Alkohol zu verschenken, etc. und so weiter. Das heißt, die Güte in dem Vers Sure 60, Vers 8 wird eingeschränkt durch andere spezifische Beweise.
Ich hoffe, dass das jedem einleuchtet. Okay, also müssen wir fragen, gibt es spezifische Beweise dafür, dass man Weihnachten nicht gratulieren soll, dass man Weihnachten nicht feiern soll, dass man Weihnachten nicht mitmachen soll? Gibt es da spezifische Beweise für? So. Da müssen wir jetzt gucken. Wenn wir jetzt einen spezifischen Beweis finden, dass man Weihnachten nicht mitfeiern soll, nicht gratulieren soll, dann schränkt er den Beweis in Sure 60, Vers 8 ein. Okay. Ich bringe jetzt erstmal einen Beweis, den ich aus dem Buch Iqtida' Sirat al-Mustaqim herausnehme, und zwar aus dem Koran. Ja? In Sure 25, Vers 72. Und ich lese das mal kurz vor, und ich habe extra mehrere Übersetzungen genommen, damit es nicht nachher wieder heißt, ja, ihr habt eine falsche Übersetzung. Erstmal die Übersetzung von Abdullah Frank Bubenheim. Kein radikaler Salafist. Ja, so. Er schreibt: Und diejenigen, die keine Falschaussage bezeugen und wenn sie im Vorbeigehen unbedachte Rede hören würde, voll weitergehen. Jetzt wird jemand sagen: Wie? Falschaussage bezeugen? Was hat das jetzt mit meiner zu tun? Das ist eine Übersetzung. Ja? Ich komme nachher, gehe ich weiter. Dann habe ich hier die Übersetzung von Mohammed Assad. Ich lese es mal kurz vor. Weil ich möchte, dass ihr das seht und dass ihr selber entscheiden könnt, ne, was hier richtig und was hier falsch ist. Ne? So, Sure 25, Vers 72. Und wisse, dass wahre Diener Gottes nur sind jene, die niemals bezeugen, was falsch ist. Das heißt, er übersetzt das Wort Sur, was hier bei Frank Buhmann als Falschaussage übersetzt wurde, hier als was falsch ist. Und dann erklärt er in der Fußnote, was impliziert, dass sie weder selbst jemals falsches Zeugnis geben, das heißt im weitesten Sinn dieses Ausdrucks Lügen, noch wissentlich sich an etwas beteiligen, was auf Falschheit beruht. Und hier meint Mohammed al-Assad, zitiert er Fakhruddin Razi, den großen Tafsir-Gelehrten. Das heißt, dieser Vers impliziert, dass man nicht an etwas teilnimmt, was auf Falschheit beruht. Ich wiederhole. Was impliziert, dass sie weder selbst jemals falsch Zeugnis geben, das heißt im weitesten Sinne dieses Ausdrucks Lügen, noch wissentlich sich an etwas beteiligen, was auf Falschheit beruht. Frage: Beruht das Weihnachtsfest auf Falschheit? Das Weihnachtsfest geht zurück auf das Mittsommernachtfest der alten Römer, wo sie die Geburt des Sonnengottes gefeiert haben. Die Christen haben das sozusagen in ihre Religion hinein absorbiert und glauben, dass an diesem Tag Jesus Christus, der angebliche Sohn Gottes, als inkarnierter Gott auf die Welt gekommen ist, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Das heißt, wenn ich nun gratuliere, bezeuge ich dann nicht etwas, was auf Falschheit beruht? Weiter. Gucken wir mal, wie Mohammed Rasul das übersetzt, diesen Vers. Ja, und übrigens, dieser Vers ist vom Koran. Ibn Taymiyyah argumentiert mit einem Koranvers und er bringt gleich auch die Mufassirun, diejenigen, die den Koran erklären. Dann haben wir hier, Moment, Vers 72, das ist jetzt die Übersetzung von Mohammed al-Rasul, auch vom Lies-Projekt. Ja. Entschuldigung. So. Und diejenigen, die nichts Falsches bezeugen, und die, wenn sie unterwegs leeres Gerede hören, mit Würde daran vorbeigehen. Also die, die nichts Falsches bezeugen, das ist die Interpretation, die Erklärung von Mohammed al-Rasul, ähnlich wie die von Abdullah Frank Bubenheim, während Mohammed Assad noch etwas tiefer ins Detail reingegangen ist.
Jetzt schauen wir, was hierzu große Hadith, und ich möchte nicht alle Aussagen nennen, die sich auf die Erklärung dieses Verses beziehen. Aber eine Bedeutung davon, und das sagt Mujahid, und das ist der große Schüler von Ibn Abbas, dem größten Koran-Erklärer, Mufassir, ja? Und der sagt, mit Sur ist gemeint Ayyadul Mushrikin, die Feste der Götzendiener. Jetzt wird jemand sagen, ja, aber die Ahlul Kitab sind ja keine Götzendiener. Erstmal, Jesus anzubeten ist eine Form der des Götzendienstes. Und das wird in jeder Kirche praktiziert. So. Jetzt kommen wir zu der Güte. Wie man Leute mit Güte behandelt. Ich habe wahrscheinlich am meisten das Problem. Weil der Großteil meiner Familie sind Christen. Und wie gehe ich damit um? So, inwieweit behandelt man jemanden schlecht, wenn man nicht am Weihnachtsfest teilnimmt? Weil das, was dieser Mann dort sagt, dieser Bruder dort sagt, impliziert ja, dass wenn ich nicht daran teilnehme und wenn ich nicht gratuliere, dass ich dann die Leute damit schlecht behandle. Jetzt eine Frage. Warum interpretiert das meine Familie nicht so? Warum sagt keiner in meiner Familie, du behandelst uns schlecht und du bist schlecht zu uns, weil du uns nicht zu Weihnachten gratulierst? Warum nicht? Ganz einfach, weil man einfach vernünftig mit den Leuten darüber reden muss. Natürlich, wenn jemand zu einem sagt, ja, frohe Weihnachten, und man sagt dann zu ihm, und ich mache das jetzt vor, wenn du mir nochmal gratulierst, dann schlacht ich. Alles klar. Aber wenn jemand sagt, frohe Weihnachten, und man sagt zu ihm, das ist sehr nett von dir gemeint, aber wie du weißt, ich bin ja Muslim und im Islam glauben wir nicht, dass Gott geboren wurde. Warum soll er jetzt sauer sein? Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Habe ich mich schlecht behandelt? Habe ich ihn angespuckt? Was soll das? Was soll das? Das ist Quatsch, ist das. Man muss einfach nur mit den Leuten richtig kommunizieren. Aber wenn ich ihm sage, frohe Weihnachten, dann gebe ich ihm das Gefühl, dass das, was er macht, richtig ist. Jetzt eine Frage, liebe Geschwister. Ist es richtig zu glauben, dass Gott geboren wurde? Ist es richtig zu glauben, dass Gott einen Sohn hat, der im Dezember geboren wurde? Das ist falsch. So, und wenn ich zu jemandem sage, herzlichen Glückwunsch, bestätige ich ihn dann nicht in seinem falschen Glauben? Selbstverständlich. Weil wieso soll ich einem gratulieren, wenn er etwas Falsches macht? Man, wir müssen ehrlich sein. Der Islam ist eine Religion der Wahrhaftigkeit. Und kein Mensch, der vernünftig und fair ist, soll sauer oder böse sein, wenn man ihm das vernünftig erklärt. Aber das ist natürlich die Voraussetzung. Selbstverständlich, wenn einem einer frohe Weihnachten wünscht und wir spucken ihn an oder brüllen ihn an oder schreien ihn an. Und es ist klar, das ist natürlich eine falsche Reaktion, aber indem man sachlich und vernünftig und freundlich mit jemandem darüber redet. Das ist der Weg der Mitte. So. Was haben wir dann noch gehabt? Ach ja, dann kam der nächste Beweis. Der nächste Beweis war, dass man ja die Frauen vom Ahlul Kitab heiraten darf. Und das ist der Beweis, dass man auch zu Weihnachten gratulieren darf. Wo ist hier der Beweis? Und Ibn Taymiyyah übrigens erwähnt hier auch in dem Buch, dass kein einziger der Sahaba jemals zu einem Fest gratuliert und bei einem Fest teilgenommen hat. Und er erzählt auch noch viele Hadithe, die darauf hindeuten, dass es verboten ist, an Festen teilzunehmen. Das heißt, mir ist es erlaubt, eine christliche Frau oder jüdische Frau zu heiraten, nach der islamischen Regel. Aber mir ist es nicht erlaubt, bestimmte Dinge zu tun, die in meiner Religion verboten sind. Sonst könnte ich ja auch sagen, na gut, wenn es erlaubt ist, die christliche Frau zu heiraten, dann kann ich auch Schweinefleisch essen.
Dann wird man sagen, nein, weil für Schweinefleisch haben wir einen spezifischen Beweis im Koran, der sagt, dass es verboten ist. Okay. Und wir haben einen spezifischen Beweis dafür, der sagt, dass wir Leute nicht in ihrem falschen Glauben bestätigen dürfen, weil wir wahrhaftig sein müssen. Und wir haben einen bestimmten Beweis, Sure 75, Vers 72, der sagt, dass wir an nichts Falschem beteiligt sein sollen. So, was ist besser für die Dame? Dann wurde noch gesagt, ja genau, dass der Prophet a.s.w. zu Esma gesagt hat, dass sie guten Kontakt mit ihrer Mutter halten soll. Da sagen wir, ja stimmt. Wir sollen als Muslime guten Kontakt zu unseren Eltern haben. Und ich habe übrigens einen super Kontakt zu meinen Eltern. Meine Mutter war heute noch bei mir gewesen. Ja? Die war heute noch bei mir gewesen. Wir haben uns unterhalten. Mein Vater habe ich gestern noch telefoniert. Das heißt, wir haben super Kontakt. Aber ich sage dir noch klar und deutlich, ich möchte euch nicht verletzen, es tut mir leid, aber in unserer Religion, wir können dieses Fest nicht bestätigen, wir können uns gerne an anderen Tagen treffen, wir können uns gerne an anderen Tagen versammeln, ihr könnt gerne zu uns kommen, ihr seid immer recht herzlich willkommen, aber wir haben mit Weihnachten und diesen Festen nichts zu tun. Wo ist das Problem? Wo ist hier die falsche Herangehensweise? So. Dann wurde noch gesagt, ja, und dann wird ganz frech gesagt, im Koran steht was anderes. Was im Koran steht, gratuliere Ihnen dazu, dass Sie glauben, dass Gott geboren wurde. Happy Shirk. Das ist Shirk. Das ist keine kleine Angelegenheit. Das ist eine große Sache. Hier glaubt jemand, dass Gott geboren wurde, dass Gott einen Sohn hat, dass Gott für die Sünden der Menschen stirbt und ich nutze diese Chance nicht, um ihn von diesem falschen Glauben abzubringen, um ihm die Botschaft klarzumachen. Was wird diese Person am jüngsten Tag zu dir sagen? Ich hatte einen Nachbarn, der war Muslim. Der ist immer an mir vorbeigegangen. Ich habe ihn immer gegrüßt und gesagt, frohe Weihnachten. Der hat mir sogar ein Geschenk gebracht nach Hause. Der hat mir nie gesagt, dass das, was ich mache, falsch ist und dass das ein Weg in die Hölle ist. Wir haben eine Verantwortung. Wäre mir nicht klar geworden durch das Lesen des Korans, dass mein Weg falsch war, den ich gegangen bin, dann wäre ich so geblieben, wie ich war. Dann hätte ich diese ganzen Mühen nicht auf mich genommen. Wenn ich einen Beweis dafür hätte, dass es keinen Bart, dass es keine Bartpflicht im Islam gibt, ja, bring mir einen von den vier Imamen, der das sagt, dann rasiere ich den ab. Habe ich weniger Probleme. Vom Aussehen her gefalle ich mir besser ohne Bart. Und verschiedene andere Wege. Ja. Naja, wie gesagt, es wurden dann, wie gesagt, einige Sachen, erzählt. Hier gibt es auch noch viele andere Weise, Ibn Taymiyyah benutzt. Wie gesagt, wie gehen wir mit diesem ganzen Problem um? Wie gehen wir damit um? Wir behandeln die Leute freundlich. Wir spucken sie nicht an, wir schreien sie nicht an, wir reden sachlich mit ihnen, weil viele das nicht böse meinen und erklären ihnen, warum wir kein Weihnachten feiern. Punkt. Und wir müssen uns nicht irgendeine Sache schönreden. Weil da kommt ein anderer, der erzählt, ja, Weihnachten kann man ruhig feiern, weil es ja kein christlicher Feiertag ist. Und das ist jetzt Hikma in der Dawa. Das weiß er in der Dawa. Was meint ihr, wenn das ein Christ hört, dass Weihnachten kein christlicher Feiertag ist? Der denkt erstmal, die Muslime haben einen Dachschaden. Und zweitens, der fühlt sich beleidigt in seiner Religion. Deshalb, was erzählen die, das ist kein christlicher Feiertag? Natürlich ist das, was soll das denn sonst sein? Warum ist denn dann das so? Was kann nur jemand sagen, der im Osten aufgewachsen ist oder was auch immer dort lebt? Wie kann denn Weihnachten ein christlicher Feiertag? Man braucht nur mal ins Internet reinzuschauen. Jeder Christ weiß, dass das ein Feiertag ist. Als ich damals, ich war übrigens mal Christ gewesen. Ich glaube, ich kann das besser
beurteilen als ein Muslim, der in Marokko oder Syrien oder Saudi-Arabien oder Ägypten aufgewachsen ist, ob für die Christen Weihnachten ein Feiertag ist. Ich wollte Weihnachten immer gute Taten machen. Und am Weihnachten sind die Kirchen im Gegensatz zu anderen Tagen meistens alle voll. Und man hat Angst, eine schlechte Tat zu machen. So ging es mir zumindest. So, ich weiß ja nicht, wo manche Leute leben. So, aber das steht in allen Büchern, das ist ein christlicher Feiertag. Das nehmen die Christen auch zum großen Teil als christlichen Feiertag wahr. Da sind die Kirchen voll. Wie kann jemand die Frechheit besitzen und sagen, das sei kein Feiertag für die Christen? Wie kann das machen? Das ist absoluter Quatsch. Deswegen, liebe Geschwister, lasst uns die Gelüste verlassen. Und fragt euch selber, will ich zu Weihnachten gratulieren, weil ich mich schäme, mit jemandem über meine Religion zu reden, oder weil ich mich einfach schlecht fühle, wenn ich nicht zurück erwidere, weil es einfach einfacher für mich ist zu sagen, ja, frohe Weihnachten, ich wünsche dir auch ein schönes Fest. Und deswegen möchte man sich dann den Koran so zurechtbiegen, wie man es gerne hat. Oder kommt man zu dem Entschluss, dass man damit jemandem etwas bestätigt, was falsch ist? Stellt euch mal vor, jemand würde Satan anbeten. Und der Satan, diesen Tag ist der Tag, wo wir den Satan anbeten. Und dann sagt er zu dir, ja, ich wünsche dir heute ein frohes Fest. Du sagst dann auch, ja, frohes Fest heute und viel Spaß beim Anbeten des Satans. Wer Jesus anbetet, betet eigentlich den Satan an. Denn nicht, weil Jesus der Satan ist, sondern weil der Satan derjenige ist, der ihn dazu aufgerufen hat, Jesus anzubeten. Die wenigsten Menschen beten direkt den Satan an, aber indirekt. Deswegen sagt Allah, أَلَمْ أَحَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. Habe ich euch nicht auferlegt, o ihr Kinder Adams, den Satan nicht anzubeten. Deswegen, liebe Geschwister, folgt euren Gelüsten nicht. Lasst es sein mit Weihnachten und dem ganzen Kram. Und redet vernünftig, freundlich und sachlich mit den Leuten über diese Problematik. Denn das ist ein Weg, um mit ihnen Dawa zu machen, indem wir ihnen zeigen, dass ihr Weg falsch ist. Denn jemand wird nur seinen Weg, auf dem er ist, verlassen, wenn ihm klar geworden ist, dass dieser Weg falsch ist. Und deswegen hat der Prophet a.s.w. den Menschen auch klar gemacht, dass der einzige wahre Weg der Islam ist. Und sie dazu aufgerufen. Und deswegen ist der zweite Befehl des Korans schon, Ye ayyul mudaththir, rufe an dir. O du Eingehüllter, stehe auf und warne. Wovor soll er warnen? Vor dem Schirk und vor der Hölle. Assalamu alaikum.